Liebe Leute, Cape Schwab 0 nimmt langsam, aber sicher seinen endgültigen Lauf. Wir haben nicht mehr so viel zu tun hier. Stufe 3 müssen wir nur noch erreichen, aber das kriegen wir hin. Ich bin da ganz optimistisch. Bevor aber Cape Schwab 0 endet, endet erstmal das Studienjahr. Jahr 10 wird damit dann beendet und wir starten dann ins Jahr 11. Und ich sag mal optimistisch, dass wir das ganz gut in den nächsten 3 Folgen vielleicht abgeschlossen kriegen. Wenn nicht sogar in den nächsten 2 Folgen. Ich bin da jetzt mal sehr gespannt, ob wir das schaffen. Ich sag, in den nächsten 2 bis 3 Folgen kriegen wir das hin. Dass wir hier die Leute wirklich 1A abgefertigt haben, damit dann die Kampfstufe 30 erreicht haben. Das sollten wir hinkriegen. Bin ich jetzt mal ganz, ganz optimistisch. So, viele Weiterbildungen sind jetzt abgeschlossen. Was allerdings hier noch nicht so wirklich abgeschlossen ist, das gucken wir uns mal kurz an, ob genug Upgrades hier gefahren sind. Einmal kurz die Pause-Taste. In der Pause-Taste funktioniert übrigens der Counter hier nicht. Da ist die Upgrade-Taste. 3, 3, oh, hier unten ist noch einer. Das machen wir noch schnell. Zack. Und dann gucken wir uns jetzt erstmal die Übersicht an. 100% Bestandenrate, Abschlüsse 32, bleiben im Studienjahr 88, Prüfungsnotendurchschnitt 81. Sehr schön. Wir haben einen Club, nämlich den Zeittourismus-Club. Der ist total beliebt, passt also allen Leuten, aufstrebende Mitarbeiter. Dieses Jahr abgeschlossene Weiterbildung, insgesamt 3 Stück. Hammer. Ist ja richtig, richtig gut, muss man ja mal bei dem sagen. Dann gucken wir weiter. Forschungsbeitrag. Auch 1A, Campus des Jahres haben wir. Sehr schön. So muss das sein. Viel Geld verdienen wir nicht. Bilanz sieht aber eigentlich ganz gut aus. Wir brauchen noch einen Ritterschulenstudenten. So, ich gucke jetzt erstmal hier. Haben wir jetzt ja das Upgrade haben wir jetzt gefahren. Das läuft ganz gut. Hier hinten sieht das alles ganz schick aus. Stufe 3 ist alles mit dabei. Sehr gut. Können wir die Ansicht also löschen. Ja, Seelsorge ist hier sehr, 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 sehr aktiv, muss man ja mal dazu sagen. Dann gehen wir mal kurz in die Studiengangverwaltung und gucken, 137 Studierende kommen nächstes Jahr. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig mir das aufgeschrieben hatte, müssten es 150 Schlafplätze sein. Wir zählen aber nochmal durch. 1. Hier unten ist nichts. 2. 3. 4. Ja, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich zähle nur 13. Warum zähle ich nur 13? Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Naja, jetzt kommen wir schon auf mehr. 11, 12, 13, 14, jetzt kommen wir auf 15, okay. Und dadurch, dass wir 2 Kapseln A5 Schlafplätze drin haben, weil ein so ein Bett hier zählt für 5 Studenten, 2 Betten sind drin, sind also 10 pro Zimmer, 10 Studenten können wir pro Zimmer unterbringen und das Ganze mal 15, sind wir bei 150. Ganz einfache Mathematik, super erklärt, super toll. So, das haben wir also auch erklärt, dann brauchen wir jetzt noch einen höheren Ritterschule-Studenten, Dozenten. Das ist dieses Symbol hier, das heißt, wir können alle anderen schon mal hier wegmachen. Die brauchen wir nämlich nicht. So, dann lichtet sich schon mal die Auswahl und jetzt kommt's. Dann schauen wir mal. Toilettenkomfort sinkt langsamer als beim Durchschnitt. Hervorragende Körperhygiene ist schon mal in der engen Auswahl, bewegt sich schneller, ist auch in der engen Auswahl. Toilettenkomfort sinkt schneller, du bist raus. Kriegt ständig Hunger. Raus. Lässt Müll fallen, Toilettenkomfort sinkt schneller als beim Durchschnitt. So, dann also nehmen wir dich. Toilettenkomfort sinkt langsamer und er ist mit einer hervorragenden Körperhygiene ausgestattet. Sehr schön. Dann gibt es hier für dich auch noch keine Forschung, keine Nachhilfe. So muss das sein. Und hier unten wollten wir ja dann noch die Fressmeile weitermachen. Da gucken wir jetzt mal, wie viel Personal wir brauchen für diese ganzen Fressstände. Hier haben wir 1, 2. 2 Fressstände, das ist automatisch. 3 mit dem Speisesaal. 3 Speisesaal.
4, 5, 6, 7. Dann hatten wir ja hier das Studierendenzimmer. 8. 8 brauchen wir. Und wir haben, also mindestens, Assistenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben genau 8. Also sollten wir wenigstens noch 2 einstellen. Wenigstens. Hervorragende Körperhygiene. Zur Erinnerung, man isst, was man isst. Wer also Müll, so, wo ist er denn jetzt hier? Da bist du. Bist du jetzt richtig? Genau, dich wollte ich haben. Keine Bibliothek. Keine Clubrekrutierung. Der Rest ist in Ordnung. Jetzt haben wir 9. Hätte auch einfach hier reingucken können in den Zähler. Naja. 9 haben wir. Hervorragende Körperhygiene, bewegt sich schneller als der Durchschnitt. Dich nehmen wir auch noch. 9. Und dann nehmen wir. Das ist jetzt der 10. Hier sehen wir es auch. Und wenn wir Glück haben, vielleicht noch einen weiteren, aber eher nicht. Nein. Na gut, damit sollten wir aber, was das angeht, auch auf den neuesten Stand sein. Dann würde ich sagen, lassen wir einfach das nächste Studienjahr laufen. Und wir werden die Außengestaltung und Weiterbildung währenddessen weitermachen. Vor allem die Außengestaltung, das kann man währenddessen machen. Das müssen wir nicht irgendwie jetzt in der Pause machen. Das funktioniert. Folgejahr starten. Das lassen wir erstmal alles so. Oder wollen wir da noch mal reingehen? Im nächsten Jahr ist dann schon ein weiterer Vorlesungssaal. Wird da benötigt. Forschologie. Höhere Ritterschule. Ich würde sagen, lasst uns mal noch eine Forschologie höher gehen. Eine Stufe höher in dem Studiengang. Das finde ich ganz cool. Das machen wir. Und dann geht es jetzt aber wirklich weiter. Nicht erfüllte Campusanforderung. Studiengang verwalten. Muss ich den jetzt schon bauen? Ja, ich muss den jetzt schon bauen. Na, das ist ja doof. Na gut, dann bauen wir den jetzt. Das muss ich bloß mal überlegen. Dann bauen wir den hier unten. Dann machen wir das so. Campusgebäude. Und wir bauen hier. Ja, ich habe meine eigene Kurzschrift entwickelt, um massiv Zeit zu sparen. Und dann bin ich im Überlegen, dass wir den so machen. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Ich denke schon. Dann kann man hier noch eine Reihe machen. Sehr schön. Dann einmal den Weg hier weiter kopieren. Das ist sehr eng. Das ist sehr eng. Sollte aber jetzt so gehen. Jetzt gefällt mir nicht. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Einmal rein. Das geht nicht. Muss ich also die Tür so rum machen. Und dann kann ich es wegmachen. Ja. Wesentlich besser. Und die Tür auch nochmal etwas näher daran. So. Jetzt einmal hier den Weg wieder wegmachen. Und dann probieren wir es nochmal. Zack. Das sieht jetzt schon wesentlich besser aus. Genau, jetzt haben wir den Rahmen wieder drumherum. Ja, so sieht's gut aus. So können wir das lassen. Ja, das gefällt mir schon besser. Jetzt müssen wir noch den Vorlesungssaal nehmen, den wir hier immer so schön haben. Einmal kopieren.
Und dann setzen wir ihn hier mit rein. Sehr schön. Zack, haben wir mit drin. Jetzt bin ich am Überlegen, dass wir sogar hier nochmal... Ja, das sieht besser aus. Müssen wir bloß hier nochmal kurz den Weg ein bisschen anders bearbeiten. Aber das sollte nicht so das Problem sein. Ja, so sieht das wesentlich besser aus. Gefällt mir. Sehr schön. Haben wir hier auch nochmal einen kleinen Bereich mit drin. Und jetzt müsste es aber passen, ne? Das passt jetzt. Sehr schön. Können wir aber sogar nochmal einen Studierenden, nicht ein Studierendenzimmer, ein Schlafzimmer mit reinbringen. Da passt es jetzt natürlich nicht mit rein, aber so würde es mit reinpassen. Ne, mit der Tür passt das nicht. Es wird ein bisschen eng. Jetzt schalten wir zu Wanda, die offenbar über Poster berichtet. So würde es hinpassen. Dann müsste man aber hier hinten den Bereich wegmachen. Dann machen wir das. Dann sieht das so besser aus. Ja. Machen wir. Und hier müssten wir den Bereich wegmachen. Doch, dann machen wir das so. Doch, das sieht ganz gut aus. Damit hätten wir jetzt 160 Schlafplätze. Sehr schön. Neuen Bereich mit erstellt. Hier können wir auf jeden Fall noch Upgrades fahren. Kann man nicht, weil wir kein Geld dafür haben. Wir starten mal das Folgejahr. Um jetzt erstmal ein bisschen Moneten mit reinzukriegen. Wir sind natürlich jetzt ganz stark im Minus, geht aber in den nächsten 2 Monaten weg. Da bin ich dann ganz optimistisch. Die Stände müssen erstmal kommen. Müssen erstmal hier wieder ein bisschen Geld ausgeben. Das passt aber alles. Den ERF-Bonus kriegen wir ja auch noch. Bin ich ganz optimistisch hier. Wie viele Studenten sich hier rumtümmeln. Guckt euch das an. Hier. Riesige lange Schlangen. Bombastisch. Wir stellen mal ein bisschen schneller die Ingame-Zeit ein. Das halte ich für wichtiger. Ganz viele Weiterbildungen sind wieder abgeschlossen. Und durch die schnellere Zeit sollten wir jetzt dann auch ein bisschen schneller an unser Ziel kommen. Mit der Weiterbildung abgeschlossen von unseren Mitarbeitern. Sehr gut. Gucken wir uns das Ganze mal an. Na, was habe ich gesagt? Jetzt ist schon der erste Batzen hier abbezahlt. Wir haben 51.000 an Gewinn gemacht. Also im 2. Monat passt das alles dann auf jeden Fall. Wo ist denn eigentlich unser Forschungszentrum hier hinten? Wir können jetzt wahrscheinlich kein neues Projekt starten. Nee, haben wir, weil wir keins haben. Aber unsere Forschung ist auch kein Dozent hier drin. Wo ist denn unsere Dozentin? Macht die jetzt gerade Pause? Ja. Jack Fuchs. Soll reingehen, soll forschen. Einfach nur was generieren. Ein neues Projekt. Ja, ich hoffe, das passiert jetzt hier. Das wäre ganz gut. Viele, viele Weiterbildungen werden abgeschlossen. So muss das sein. Ganz viele Partys finden hier statt. Krass. Hier, die Party ist sogar überfüllt. Sehr schön. Und damit sind wir jetzt im Plus. Sehr schön. Weltraumbrocken kommen runter. Soll uns aber jetzt erstmal nicht so treffen. Was uns aber trifft, ist, wenn wir hier nicht das Rednerpult upgraden. Das haben wir jetzt gemacht. Sehr schön. Und jetzt können wir ein bisschen langsamer wieder spielen. Und dann sollte das auch bald funktionieren, dass wir wieder liquide sind und dementsprechend neue Sachen hier bauen können. Hier hinten zum Beispiel, da war er mal noch gar nicht fertig. Essig macht froh. Neues Forschungsprojekt.
500 investieren und dann kriegen wir als Belohnung 10.000. Das nehmen wir. Dann können wir hier weiterbauen. Da war jetzt mein Plan gewesen. Das finde ich ganz gut. Können wir ja schon mal anfangen, uns überlegen, was wir nehmen. Da wollte ich ja gerne diese Mauer hier wieder nehmen, die kleine. Zusätzliche Kopfstützen und unser berühmtes Datensystem. Flache Hecke geht da nicht. Auch bekannt als DSA-TPS. Aber da geht die flache Hecke hoch. Das funktioniert hier nicht mit der flachen Hecke. So, das sieht gut aus. Achso, hatten wir das eigentlich immer so gehabt, dass wir das bis dahin gebaut haben? Ne, wir hatten immer, wusste ich es doch. Wir hatten ja immer was freigelassen. So wird ein Schuh draus. Einmal das verkaufen. Und das kopieren wir. Und dann wird das so draus gemacht. Das sieht ja komisch aus. Ne, das müssen wir verkaufen. Das kopieren wir und dann geht das so lang. Da geht eine Kollision. Kollision, Kollision. Kollision ist schlecht. Dann halt anders. Den einmal angehoben. So, wird ein Schuh draus. Das verkaufen. Und dann ziehen wir es bis nach ganz hinten durch. So. Schade, dass man das hier nicht teilen kann, das Stück. Sondern, dass wir das immer wieder neu setzen müssen. Teilen ist da nicht möglich. So, das haben wir. Würde ich gern ein zweites noch bauen. Und dann haben wir hier zwei von diesen intergalaktischen, wunderbaren, kleinen, ja, was soll ich sagen, Waschstraßen. Nein, sind das nichts anderes als Waschstraßen. Was haben wir hier noch? Ein Teleportationsfeld. Sehr schön. Diese Kuppel möchte ich auch gerne nochmal irgendwann bauen. Feinde. Oh, drei Feinde? Nur besiegt. Sieben entkommen. Oh krass, da müssen wir was tun. Ganz viele Punkte haben wir aber bekommen. Helium Baboons sollen kommen. Und ein Stammbaum soll immer irgendwo platziert werden. Naja, das ist ja noch nicht so das Problem. Da können wir hier zwei mit reinbringen. Und wo machen wir noch was? Hier ist zwar schon alles fertig, eigentlich so gut wie. Aber da können wir ja auch noch zwei mit reinbringen. So. Das sollte passen. Bilanz sieht, wie gesagt, ganz hervorragend aus. Müssen wir uns um nichts Sorgen machen. Ja, nur die Seelsorge, da mache ich mir ein bisschen Sorgen drum. Die ist sehr gut besucht. Wir haben ja mittlerweile... Ich dachte nicht, dass sie so gut besucht ist, aber gut. Dann ist das so. Bilanz sieht gut aus. Neue Bewerber für die höhere Ritterschule nehmen wir. Und Helium Balloons wird abgelehnt. So. Hier oben haben wir ganz fleißig weitergebaut. Einmal hier noch eine Pflanze mit rein, die nicht passt. Schade. Und hier bin ich ja überlegen, passt da noch mehr? Nö, das lassen wir so. Da wird wahrscheinlich auch kein Bäumchen dazwischen passen, oder? Können wir mal gucken, ob wir noch so hinten... Nee. Aber so passt die hin. Zack, sehr schön. Lassen wir. Jasmine Odyssey soll kommen. Lehnen wir auch erstmal ab. Und dann geht's fleißig weiter. Wir könnten natürlich jetzt hier auch noch ein paar von den Pflanzen setzen. Das machen wir. Neues Forschungsprojekt können wir starten, beziehungsweise ein Projekt ist abgeschlossen. Das ist sehr gut. Und dann kann unser Forscher, aber den setzen wir, ja, Jack Fuchs soll weiterhin da drin arbeiten. Captain Cushion soll auch kommen. Boah, hier ist alles voll. Krass. Stufe 27 steigt weiterhin. Wunsch nach einer Tanzfläche. Ablehnen. Machen wir nicht.
So, ich wollte jetzt hier weiter unten bauen. Da war ich noch nicht fertig. Die nächste Runde Weiterbildung ist aber schon in der Mache. So, einmal hier. Und dann geht's abwechselnd mit den Hortensien weiter. Und hier werden wir natürlich keine Unterhaltung oder sonst sowas mit hinpacken. Also das wird einfach nur schön gemacht. Da kommt auch keine Bank mit hin dazwischen. Hier werden wir wirklich einfach nur, damit es hübsch aussieht, ein bisschen unsere Stufe verbessern. Na komm. Objekt blockiert. Wo blockierst du denn? Schade. Ich dachte, ich kann weitermachen. Aber nicht möglich. Ne. Hier komme ich nicht weiter. Schade, schade. Dann führen wir noch ein Upgrade durch. Geld haben wir genug. So muss das sein. Gut, dann haben wir das jetzt hier. Hier ging es weiter. Wir könnten gucken, dass wir auf der Seite vielleicht auch noch bauen. Wahrscheinlich wird das auch nicht funktionieren, jedenfalls nicht auf Dauer. Bin gespannt, wir probieren es mal. Gucken, wie weit wir auf der Seite kommen. Sieht es ein bisschen besser aus, oder? Oder kommt mir das wieder nur so vor, dass wir hier weiterbauen können? Nee, hier geht es auch nicht weiter. Na gut, aber wir haben zumindest ein etwas schöneres Ensemble dargestellt. So, das heißt, wir könnten es auf der Seite auch machen. Ob das geht. Hausmeister zum Abfallsammeln gebraucht. Nee, das ist zu nah dran. Aber da geht's. Jetzt wackelt's wieder. Ach, ich hasse dieses Gewackle. Na, das ist ein bisschen zu eng. Das heißt, wir werden jetzt hier wieder eher auf die Seite oder an der Seite ausrichten. Das ist besser. So. Hübscher. Wieso gehen die denn alle hier rüber? Nimmt doch mal den Weg hier. Grauenvoll. Bericht zum Tag der offenen Tür. Zwei Bewerber für höhere Ritterschule haben wir bekommen. Ein Wunsch nach einem schicken Hutständer. Ja, dann platzieren wir den halt hier. Sollte jetzt nicht so das Problem sein. Zack, haben wir gemacht. Wunsch nach einer halbrunden Bank lehnen wir ab. Bilanz sieht aber ganz hervorragend aus. Sehr schön. Ganz viele Weiterbildungen finden ja hier statt. Wir gucken jetzt uns mal unseren Weiterbildungsreiter nochmal an. Weiterbildung hier. Da sind es alle gut mit dabei. Da müssen wir jetzt nichts machen. Hier, du bräuchtest noch inspirierende Reden. So, den Rest lassen wir jetzt erstmal so. Da sind nämlich noch gut die Leute beschäftigt. Hier auch. Alle voll. Hausmeister müssen wir uns auch nicht großartig drum kümmern. Da sind vor allen Dingen ganz, ganz viele noch. Also ich verstehe nicht, wir haben so viele Hausmeister mit Security und trotzdem gehen die Eindringlinge nicht weg. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Wir gucken uns mal an, forschungsprojektmäßig. Das neue Projekt wird erst generiert. Aber Jack Fuchs ist gut mit dabei. Sehr schön. Vielleicht sollten wir an Security doch noch ein bisschen weiterbilden. Können wir ja mal, das können wir ja machen. Dann gehen wir da mal rein und
schauen, dass wir die Security-Leute, die wir haben, eine Stufe weitermachen. So, das ist schon Stufe 2. Den Rest würde ich jetzt nicht machen. So. Wieder ein paar in die Weiterbildung geschickt. Eigentlich können wir sogar noch eine weitere Weiterbildung hier reinbringen. Sind wir bei 3 insgesamt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wir drehen das Ganze mal. Setzen das mal dahin, die Tür. Würde ich gerne anheben und ich hätte sie gerne da gehabt. Aber wir müssen ein bisschen umkoordinieren hier alles. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt die Tür reinkriegen. Ja, passt. So sieht es auch ganz gut aus. Ach, jetzt könnten wir eigentlich... ich bin am Überlegen, ob wir den Gang hier mitten nutzen. Den Gang nutzen wir hiermit. Da habe ich schon ein paar Ideen, wie wir das machen können. Weiterbildungskapsel wird jetzt auf jeden Fall hier mitgenutzt und dadurch sollten wir jetzt noch schneller, noch besser die Weiterbildung starten können. Das sollte passen. Kriegen wir hin. Gut, ich bin recht zufrieden. Haben wir wieder einiges geschafft. Ich hoffe, das bleibt auch so weiterhin. Stufe, jetzt haben wir Stufe 28. Stufe 30 wird nochmal ein interessantes Ding werden. Also wir müssen auf jeden Fall noch viel in die Weiterbildung investieren. Wie gesagt, Stufenaufstiege kriegen wir, wenn wir Gebäude und Einrichtungen hinzufügen, eine größere und bessere qualifizierte Fakultät aufbauen und halt eine große Anzahl wissbegieriger Studierender unterbringen. Das heißt, mehr Studierende, besseres Personal, mehr Gebäude, Upgrades und so weiter und so fort. Das bringt uns auf jeden Fall den Stufenaufstieg. Und wir sehen jetzt schon hier, Stufe 28 wird auch gerade weiterhin schön gefüllt. Das war in der Nähe der Stufe 29 dann sind. Also beim nächsten Mal, Stufe 30 ist aber noch unser Ziel. Ich bin da ganz optimistisch, dass wir das hinkriegen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren, Like nicht vergessen. Und bis dahin, gehabt euch wohl und ciao.